Willkommen zukünftige Kryptorentner zum heutigen Video. Wir schauen uns heute die wichtigsten Neuigkeiten rund um KuCoin, Celsius und Co. an. Viel Spaß beim Schauen. Ich hoffe, du hast das Wochenende und das schöne Wetter genossen. Wir schauen uns jetzt zum Wochenbeginn mal die wichtigsten News vom Wochenende an. Und wir beginnen hier mit dem Bitcoin. Du siehst, dieser steht bei knapp 18.500 Euro und hat somit sich am Wochenende nicht wirklich viel bewegt. Ansonsten siehst du hier auch am Chart, dass wir weiterhin in dieser leicht seitlich absteigenden Bewegung uns befinden. Und um das Ganze nochmal hier mit der Marktstimmung abzugleichen, sehen wir jetzt hier eine Stimmung von 11 und somit sind wir immer noch in der extremen Angst. Ich nutze hierfür die Seite Look into Bitcoin, da darfst du auch mal gern vorbeischauen, die sind wirklich gut und die Seite stelle ich dir aber auch nochmal ausführlich vor. Bevor wir zu den ersten Nachrichten kommen, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like und ein Kommentar da lässt und falls du natürlich noch nicht abonniert hast, dass du abonnierst und am besten noch die Glocke aktivierst, damit du in Zukunft hier keine Videos mehr verpasst. Ansonsten schauen wir jetzt mal zu Celsius rüber. Dieses Unternehmen habe ich dir bereits in den Nachrichten vorgestellt, als sie damals die Auszahlungen blockiert haben. Jetzt gehen sie einen Schritt weiter und entlassen auch noch 150 Mitarbeiter. Das ist natürlich eine logische Schlussfolgerung, denn es sind immer noch keine Auszahlungen möglich und dementsprechend muss man also jetzt schauen, wie das hier mit dem Unternehmen weitergeht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass eben hier keine Auszahlungen in Zukunft mehr möglich sein werden, sprich jeder, der hier investiert hat oder investiert war, sollte das Geld jetzt mehr oder weniger abschreiben. Wenn es irgendwann Auszahlungen doch geben sollte, dann umso schöner. Zu große Hoffnungen würde ich mir hier leider nicht machen. Bevor wir zu ähnlichen News kommen, schauen wir erstmal, was hier die gute Deutsche Bank zu sagen hat. Und zwar stellen diese eine Prognose auf und sagen, wir sehen Ende 2022 den Bitcoin auf 28.000 US-Dollar. Das heißt, die sehen zum Jahresende einen Zugewinn von ungefähr 30% und mich würde das Ganze interessieren, in welche Glaskugel schauen die. Die tun das Ganze natürlich hier mit dem Nasdaq 100 und S&P 500 ein bisschen rechtfertigen. Die erwähnen auch hier, dass es das schwächste Quartal seit 10 Jahren ist. Soweit, so gut. Wie gesagt, ich würde gerne mal in die Glaskugel reinschauen. Vielleicht stehen da auch die Lottozahlen vom Jahresende drinnen. Diese Prognose erinnert mich ein bisschen an die ganzen Chartanalysten. Klar, man kann sagen, okay, hier gibt es einen Widerstand oder hier gibt es eine Grenze, aber am Ende des Videos heißt es dann immer, es geht entweder hoch, runter oder es bleibt seitwärts und hier ist diese Aussage der Deutschen Bank ähnlich, meiner Meinung nach nämlich nur warme Luft. Du bist wahrscheinlich mehr auf YouTube unterwegs und du siehst, es gibt Leute, die spekulieren auf 8 oder 10.000, es gibt dann die Deutsche Bank, die spekuliert auf 28.000. Am Ende des Tages weiß keiner, wo die Reise hingeht und du musst für dich entscheiden, wann du sagst, jetzt ist mein Punkt, wo ich einsteigen oder nachkaufen möchte und das ist dann der richtige Punkt. Wir brauchen nicht drüber reden, dass alles, was jetzt aktuell hier stattfindet, ein sehr guter Einkaufspreis ist. Wie gesagt, im schlimmsten Fall wird es noch ein paar tausend Euro billiger. Ich hoffe aber, dass wir spätestens ein bis zwei Jahren wieder bullische Zeiten erleben und dann egal bei welchem Kurs du eingekauft hast, sowieso wieder grüne Zahlen sehen wirst. Kommen wir also jetzt zur wichtigsten News und zwar geht es um KuCoin. Es gab hier Gerüchte oder gibt es immer noch, dass ein Auszahlungsstopp geplant sei. Hier, der KuCoin-Chef hat sich dazu geäußert und hat dann eben gesagt, nein, es ist nicht geplant. Du fragst dich wahrscheinlich, wie kommen die Leute auf solche Gerüchte? Es geht nämlich hier darum, dass es Spezialisten auf Twitter gibt, die sagen, dass hier KuCoin mit Luna, 3AC und Bubble irgendwie verbunden war und so natürlich jetzt hier auch ins Wanken kommt, weil natürlich die anderen Plattformen hier Probleme haben. Hier hat aber der Chef von KuCoin eben gesagt, nein, das ist nicht wahr, wir stehen da in keiner Verbindung mit denen und dementsprechend geht es KuCoin gut und wir werden keine Auszahlungen stoppen. Ob das Ganze so stimmt oder nicht, ist natürlich schwer zu beurteilen, denn wir können nicht in den Kopf vom Chef schauen. Klar, du als Unternehmenschef wirst nicht sagen, okay, wir planen das Ganze, weil das ist ja im Normalfall nur das Worst-Case-Szenario. Das heißt, du versuchst so gut es geht, das Ganze abzuwehren und nur wenn es nicht anders geht, machst du das. Wenn er jetzt aber sagen würde, ja, wir planen das, dann würde jetzt natürlich jeder hinrennen und sein Geld rausnehmen. Wenn du also jetzt hier unendlich viel Geld hast, dann überleg dir das Ganze gut, ob es nicht vielleicht sicherer wäre für dich, wenn du dein Geld sicherst. Ich habe ja bereits Bitbox, Ledger und Treasure vorgestellt. Du findest auch unten in der Videobeschreibung die Links, wo du dir das Ganze bestellen kannst. Das Ganze ist eine Hardware oder auch Cold Wallet und dort kannst du deine Kryptowährungen dann sicher aufbewahren, weil dort deine Schlüssel eben deine Münzen bewahren und du so der Eigentümer bist und dir keine Sorgen machen musst, wenn dann irgend so ein Unternehmen sagt, du kannst nicht mehr auszahlen. Es gab dazu bereits Videos, es
es folgen dazu noch mehr Videos, denn das Thema ist heißer denn je. Dementsprechend schau da schon mal vorbei, vielleicht bestell dir den einen oder anderen Stick, aber das musst natürlich du selber für dich entscheiden. Meiner Meinung nach, von meinem Bauchgefühl her, glaube ich nicht, dass KuCoin hier zu Auszahlungssperren kommen wird, aber das wissen wir natürlich leider nicht. Dementsprechend musst du hier schauen, wie du mit deinem Geld und deinen Münzen verfahren möchtest. Ich bin mir aber sicher, falls der Kryptowinter weiterhin anhält, dass wir hier in Zukunft noch mehr solche Probleme sehen werden, denn viele Unternehmen waren natürlich die grünen Zahlen gewöhnt. Auch du vielleicht, wenn du zum Beispiel im Sommer 2021 eingestiegen bist, wo es nur in eine Richtung ging, und jetzt ist halt eben der Winter da. Wir brauchen die Winterjacken, müssen uns warm anziehen und hoffen, dass es hier irgendwann wieder hochgeht. Ich bin mir sicher, dass es hochgeht, nutze also jetzt hier die schönen Dip-Preise zum Nachkaufen und lehne mich entspannt zurück. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Start in die Woche. Wie gesagt, lass mir gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da, damit der Algorithmus hier Bescheid weiß, und dann sehen wir uns spätestens morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take